Und damit geht es in die zweite Runde hier im Black Monster Cup Finale zwischen DP und den Giants. So, und wir sortieren mal wie immer kurz die Spieler durch, damit ihr da nicht verwirrt seid. Welcome to Summoner's Rift. Und wir sehen bei den Giants eine Zyra in der Mitte. Und die Giants hier diesmal geschlossen in die Mitte. Und jetzt geht's dagegen Darwin. Aber den werden sie da wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Aber sie gehen zumindest ein Stück weiter hinterher diesmal. Aber ziehen sich jetzt dann doch lieber zurück. Und mal eben noch was fixen. So, 1-0 steht es nämlich für die Giants. Konnten hier die erste Map für sich entscheiden. Und hier oben geht es ein bisschen zur Sache zwischen Akali und Kennen. Jetzt kommt Syrah noch dazu, aber verpasst er ihren Snare. Minions have spawned. So, und hier jetzt erstmal ein ganz gewöhnlicher Start bei den Giants. Akali holt sich da zusammen mit Syrah das Wraith Camp. Und auf der Botlane holt sich dementsprechend Tristana auch wieder die Golems. Ja, und das ist auf jeden Fall auch eine sehr interessante Combo, die die Giants hier diesmal spielen. Haben hier auf jeden Fall sehr gute CC-Möglichkeiten mit dem Zyra-Ult, wenn das gut sitzt und das Varus-Ult dann auch noch kommt. Dann kann die Harmonie davon sehr, sehr stark sein. Und auch Nami mit der Wave dazu. Also es ist halt von allen dreien ein Massen-CC und das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Dafür haben wir dann auf der gegnerischen Seite eher die offensiven Ultis mit Kennen und Orianna und auch der Jarvan dazu. Also, es sieht auf jeden Fall von den Lineups her sehr, sehr interessant aus. So, auf der Toplane jetzt der erste Versuch da von Nautilus zu ganken, aber Kennen hat hier schon ein offensives Ward zu stehen. Und weiß dementsprechend Bescheid. Auf der Botlane beide Carries erstmal in relativ relaxten Farm-Mode. Ich bin mal sehr gespannt auf Tristana. Jetzt hier kassiert schon ordentlich Schaden gegen Varus, geht er schon gut low. Muss da ein wenig aufpassen, der Jump sitzt zwar erstmal, aber der Arrow kam da noch mitten durch. Hat somit ordentlich Schaden kassiert und jetzt erstmal ein klarer Vorteil hier auf der Botlane für die Giants. Tristana musste erstmal in die Base zurück, hat da zu viel Schaden kassiert. Jetzt Naughty mit dem Besuch in der Mitte. Aber auch Jarvan ist da in der Nähe. Das wissen sie allerdings. Und jetzt der Versuch. Ja, Snare geht daneben und somit können sie das direkt wieder abbrechen.
Mal wieder ein sehr, sehr ausgeglichener Start auf jeden Fall. Alles sehr entspannt im Moment. Jetzt hier ein bisschen Schaden gegen die Zyra. Das macht die Oriana auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Ist auch farmtechnisch momentan leicht im Vorteil. Jarvan jetzt kurz auf der Botlane zu Besuch, aber stellt erstmal keine Gefahr dar, wurde dort gescoutet. Toplane diesmal Akali leichte Probleme erstmal wieder gegen Kennen, aber das haben wir auch vorhin schon mal erlebt. Das dreht sich dann ganz schnell. Jetzt hier Nauti mit dem Versuch gegen Oriana. Der Hook sitzt wunderbar. Das könnte gefährlich werden für Oriana. Die muss da rausflashen, aber der Schaden könnte reichen. Ignite sitzt. First Blood für die Zyra. Jetzt muss sie aber selber aufpassen. Aber das Ult trifft noch wunderbar. Ist da scheinbar auch gerade Level 6 geworden. Und kommt damit erstmal in Sicherheit. Und Jarvan geht auch fast noch down. Zieht sich dann über die Wall und ist erstmal raus. Aber sehr, sehr geiler Zug hier von den Giants. Und somit das sichere First Blood. Toplane immer noch, Akali ein wenig hinten, aber wie ich schon eben sagte, haben wir im letzten Spiel auch schon gesehen, dass sich das ganz schnell drehen kann. Und jetzt der erste Versuch hier von Akali, ein bisschen Damage zu fahren. Kennen hat auch auf jeden Fall Respekt. Der Botlane kassiert die kleine Tristana da schon wieder ganz guten Schaden, also kann sich da nicht zu viel trauen. Und jetzt kommt Nauti da über die Lane. Und das kann jetzt interessant werden. Ult kommt von Varus. Geht gegen die Sona, auch der Hook sitzt wunderbar, flasht da raus, aber kommt nicht mehr weg. Und jetzt geht es auch noch gegen die Tristana Wave von der Nami, jetzt ist verzögert. Exhaust auch noch drauf und Nauti tankt da den Tower, solange er kann. Jetzt über einen Varus und muss da aufpassen. Ah, kassiert da verdammt viel Schaden. Also das lief gerade zum Schluss nicht mehr ganz optimal. Da war man sich jetzt wohl nicht geschlossen sicher, ob man da jetzt hinterhergehen soll oder nicht. Aber auf jeden Fall haben sie einen Kill gemacht und damit können sie erstmal wieder zufrieden sein. Jetzt geht sie wieder gegen die Ori, aber vom Schaden her erstmal relativ ausgeglichen. Nauti jetzt wieder gegen Oriana und das kann gefährlich werden. Zyra kommt jetzt zu Hilfe, aber auch der Jarvan steht da noch dahinter. Ult von Oriana hilft leider nichts gegen die Zyra, obwohl jetzt mit Jarvan könnte es reichen. Und es reicht, aber Jarvan hat jetzt keinen Hook mehr ready, um sich da aus der Affäre zu ziehen. Jetzt kommt Kennen da von der Toplane zu Hilfe, auch Sona ist da. Jetzt muss Nauti da ein bisschen aufpassen, aber es ist keine Gefahr erstmal für ihn. 3 zu 1 für die Giants. Ja,
Und die Tristana macht hier unten die Golems, traut sich da scheinbar nicht mehr so richtig auf die Lane. Kriegen sie leider nicht gekillt an der Stelle. Und farmtechnisch ist es jetzt erstmal ausgeglichen. Allerdings, oh, und da passiert der Kill auf der Toplane. Da schalten wir nochmal rein. Und das ist das, was ich eben schon angesprochen hatte. Im Early liegt dann Cannon erstmal ein bisschen vorne, aber das dreht sich dann sehr schnell. Und da probiert es dann die Arcadia auch scheinbar. Und da kommt der Versuch. Cannon Ult wirkungslos. Damit erstmal wieder der erste Kill für Akali. Und jetzt wieder Nauti mit dem Versuch, die Orianer zu stören. Bekommt auch den großen Wolf, also hat Orianer da gerade nicht so viel gewonnen. Botlane. Auch da müssen wir nochmal ein kurzes Stück zurückschalten. Nami Wave. Und Varus mit der Attacke. Exhaust wird auf Nami verschwendet. Erster Kill für Varus gegen Sona. Und auch der zweite Kill könnte hier noch was werden. Ah, ist aber zu sehr in Tower Range. Somit erstmal keine Gefahr mehr. Und wir gehen mal im Speed Mode. Wir hoffen, dass da nichts weiter passiert. Aber es scheint sich hier auf der Botlane was zu entwickeln. Aber davon wird erstmal abgelassen. Okay, und wir spulen weiter vor. Drake. Für die Giants. Und jetzt Tristana mit der ersten Aktion. Und es könnte reichen. Ja, es reicht auch mit dem Flash da hinterher. Gegen die Nami. Somit 1 zu 1 in Kills auf der Botlane. Hier oben versucht jetzt Jarvan den gegnerischen Blue Buff sich zu schnappen. Orianna kommt da auch zu Hilfe, aber Jarvan muss ihn da wegsmiten, ansonsten hätte Nauti das gleich getan. Kann ihn somit nicht an seine Orianna übergeben. Jetzt steht Jarvan hier im Hintergrund, will da also Action gegen Varus und Nautilus eventuell machen. Der Tower ist auf jeden Fall schon ziemlich stark angeschlagen und Nauti kassiert da vorne irgendwie Free Damage. Ja, und da wird auch pausiert. Also das scheint der liebe Nauti ein Disconnect zu haben. Ja. Reconnected aber auch schon in diesem Moment, also kannst du da denke ich mal gleich weitergehen. Und von den Giants ist auch noch der TeamSpeak-Server jetzt wohl down gegangen. Und jetzt müssen wir erstmal darauf warten, dass die Giants hier ihr Teamspeak wieder zum Laufen kriegen. Erst dann wird es weitergehen. Denn das geht natürlich nicht. Ohne Kommunikation sind die Jungs ein bisschen aufgeschmissen.
Und es geht hier im Moment einfach nicht weiter. Scheint da also ein paar größere Probleme zu geben. Und ich hoffe, dass sie das jetzt möglichst schnell in den Griff bekommen. Denn wir wollen ja hier keine langen Verzögerungen haben in diesem Match. Ja, und auf jeden Fall erstmal ganz interessant zu sehen, dass beide AD-Carries hier scheinbar direkt auf dem Blade of the Rune King bauen. Beide schon mit dem Bilgwater Cutlass am Start. Varus mit Double Dorans. Und die Tristana hingegen zumindest schon mal mit den Boots. In der Mitte hat Syra auf jeden Fall schon mal ihr Rod of Ages fertiggestellt. 268 Stacks auf der Träne. Die Träne von... Haben die jetzt ernsthaft exakt dieselbe Menge? Oder ist das nur wegen der Pause? Das würde mich ja gerade mal interessieren. Also sieht zumindest erstmal aus, als wenn beide wirklich exakt dieselbe Menge an Stacks haben. Und es ist immer noch pausiert. Es kommt jetzt eine... Ja, jetzt geht es endlich weiter. Scheint das Problem gefixt zu haben. Also hoffe ich mal, dass es hier im Moment weitergeht. And for all our Turkish viewers, it has nothing racist to do that we ban you for typing in Turkish. We have to follow the Twitch chat rules and we keep track of it. And as we can't read Turkish, we have to take sure that you write in English or German, because that's the languages we can read. Und hier jetzt die Attacke gegen Tristana. Ult kommt da von Varus und auch Naut, die sitzt ja noch sein Ult raus. Springt jetzt noch raus, Jarvan countert mit dem Ult entgegen und auch Sona. Naut, die da in einer ganz schlechten Position, kassiert auch zu viel Damage. Denn Orianna kam da auch noch mit dazu. Und damit haben sie in diesem Moment nicht gerechnet. Sah erst sehr gut aus, aber Tristana hat es da sehr, sehr gut runtergespielt. Und das ist das erste Turret für DP. Ja, Varus und Tristana liefern sich hier das Battle. Tristana konnte jetzt schon das Blade of the Rune King fertigstellen. Varus, da dürfte es noch nicht ganz reichen. Hat sich auf jeden Fall seinen BF Sword dazu geholt. Orianna da oben sehr offensiv, also keine Ahnung, was sie da gerade macht. Und da kommen jetzt auch Varus und Nami von der Lane hin, um da eventuell was zu reißen. Und jetzt Orianna eventuell mit dem Versuch, da in den Tower zu gehen, aber ich weiß nicht, ob es reichen wird. Hat da, glaube ich, keinen Hit mehr kassiert und ja, damit ist es executed. Und damit haben jetzt natürlich auch Varus und Nami da gerade gut Zeit verloren.
Hier schönes Ult jetzt gegen Varus. Nami mit der Counter-Ult, aber das reicht nicht. Sie würde auf jeden Fall drauf gehen. Sona hat da auch noch ihr Crescendo draufgehauen und somit war es um Nami geschehen. Jetzt noch der Tower Dive gegen Varus und auch das sieht nicht so aus, als wenn er da gegenhalten kann. Kein Problem hier für die Jungs von Dark Passage, diese Kills zu machen. Jetzt kommt Nauti von der Seite mit rein, aber zieht sich direkt wieder zurück. Zyra verteidigt da erstmal nur. Und jetzt wieder Akali mit dem Versuch auf der Top-Lane. Ah, jetzt allerdings ungünstig getroffen da mit dem Stun. Flasht er nochmal raus und huiuiui. Gut gespielt hier von der Akali. Richtig saubere Moves gemacht. Schöner Flash raus und dann nochmal mit dem Ult zu den Minions. Um dort auf sichere Distanz zu kommen. Und jetzt kommt Nauti in die Mitte gegen Orianna, aber Orianna macht da ordentlichen Damage gegen Zyra und Dieb muss da aufpassen, muss da jetzt auch rausflashen. Und Zyra kriegt sogar noch den Kill gegen Orianna. Das aber auf jeden Fall eine ganz, ganz knappe Geschichte. Jetzt Varus auf dem Weg in die Mitte. Das könnte jetzt der erste Drake-Versuch werden. Allerdings stehen da auf der Rückseite auch die Jungs von DP bereit. So, jetzt wird aber auf jeden Fall der Versuch gestartet. Jarvan steht hinten dran, um eventuell den Skill zu probieren und mal schauen, ob es klappt. Nein, es klappt diesmal nicht. Diesmal hat Nauti sicher und da geht es gegen den Jarvan und der kommt auch nicht mehr weg. Akali ist inzwischen auch mit da, versucht er noch bisschen Damage zu fahren, aber kann sich da nicht zu tief reinwagen alleine. Und die Giants auf jeden Fall erstmal wieder mit der Führung, aber diesmal sieht es auf jeden Fall nicht so eindeutig aus wie in der ersten Runde. Zumindest am Start. Von dem Late Game wollen wir erstmal gar nicht sprechen. Und da war es alles andere als safe. Die erwischt dann die Sona. Hook sitzt. Auch der Nami-Stun trifft und das könnte gefährlich werden für sie. Nautilus ultet dagegen, Tristan sie da aus dem Fight rauszuhalten. Und Varus mit dem Kill gegen Sona. Ja, Orianna hier mit dem Ult gegen Zyra und das sitzt perfekt. Keine Chance für sie, da nochmal rauszukommen. Also da hat sie sich nicht ganz optimal positioniert. Und wir schalten nochmal zurück auf die Botlane, wo anscheinend gerade ein One-on-One-Duell entstanden ist. Tristana da mit dem Versuch gegen Varus. Und scheint auch erstmal gut Hits zu setzen und ja, macht auch den Kill. Also da war Varus ziemlich.
ziemlich überrascht. Itemtechnisch sind sie eigentlich auf demselben Level, aber Tristana war auf jeden Fall gerade mit wesentlich mehr Damage. Varus hat allerdings auch kaum noch Mana, also schwer zu entscheiden, wer bei einem rein One-on-One-Duell gerade gewinnen würde. Und dann nochmal ein schöner Hook gegen Jarvan und da kann er nicht mehr zu seiner Lanze rüberspringen. Jetzt nochmal der Stun von Nami. Jetzt kommt Akali dazu. Aber die zieht sich dann doch erstmal wieder zurück. Und jetzt wird hier der Druck auf die Mitte erhöht von seitens DP. Wir wollen es jetzt hier probieren. Da muss das Flash gezogen werden von Orianna, um da aus dem Zyraul rauszukommen. Ah, der Hook von Naut landet nur knapp daneben. Blue Team's turret has been destroyed. Zu 7 im Moment die Führung für die Giants. Sieht recht knapp aus. Auf der Top-Lane hat die Akali gerade Probleme, wird da verfolgt von Cannon und Jarvan. Und wird damit aus dem Spiel genommen und damit können sie auf das 8:9 verkürzen, die Jungs von DP. Und Cannon und Jarvan mit dem Versuch, den Top-Tower zu kicken. Nauti hat da scheinbar was dagegen. Aber ob er den verteidigen kann, ist fraglich. Das sieht im Moment nicht so aus. Man geht auch down. Nami sitzt zwar nochmal in Stun, aber das stört sie da überhaupt nicht. Red Team's turret has been destroyed. Jetzt auf der Top-Lane Nautilus mit dem Versuch, Jarvan rauszulocken aus der Reserve. Der kommt da allerdings easy von weg. Und Cannon lacht sich da gerade zu Tode in der Mitte. Scheint hier also eine Menge Spaß zu haben. Kugelt sich hier am Boden voll an. Ja, die Goldführung liegt bei DP. Haben schon 3 Tower down. Giants nur 2. Jetzt kann es hier interessant werden. Auf jeden Fall versucht Akali dagegen kennen. Ziehen sich zurück. Drake ist inzwischen schon wieder gespawnt. Und hier könnte es jetzt gleich einen ordentlichen Teamfight geben. Akali wird da gut isoliert erstmal. Jetzt müssen sie sich da zurückziehen, sind da nur zu viert. Jarvan mit dem Ult gegen 2. Zyra trifft da auch 2 Leute. Jetzt die Wave von Nami. Und das sieht gut aus für die Giants. Nehmen wir schon mal 2 Spieler raus und Double Kill für Akali. Tristana macht jetzt den Kill gegen Zyra, aber ob sie da nochmal wegkommt. Fail Flash da ein bisschen von Varus. Akali chase da unten noch weiter den Jarvan. Und Varus macht hier oben noch den Kill gegen Tristana und damit gehen die Giants erstmal wieder deutlich in Führung.
Hatten da scheinbar erstmal die schlechtere Positionierung, aber haben das sehr, sehr gut gelöst. Und jetzt dann auch noch die Möglichkeit hier, die World Difference wieder ein bisschen zu erhöhen. Für die Giants, der nächste Drake. Mal schauen, ob Giants es diesmal etwas besser machen als im letzten Spiel. Da wurde es ja immer wieder sehr, sehr knapp zwischendurch. Aber am Anfang jetzt sieht es erstmal wieder gut aus. So, Cannon da jetzt alleine in der Mitte. Syra und Naughty sind am Start, also... Wollen ja aber nicht zu aggressiv agieren im Moment. Und da Passage jetzt hier gemeinsam in der Mitte. Akali kommt jetzt von hinten rein. Orianna mit einem Ult gegen 3. Sehr, sehr gut gemacht. Auch das Sona-Ult trifft nochmal sehr schön. Zyra-Ult trifft nur Jarvan. Das hat also erstmal nicht optimal gesessen. Aber Sona wird hier gut gecatcht und wird auch schön gefokust. Ist damit direkt raus. Kenne mit dem Ult. Aber mehr oder weniger zum Flüchten. Oben jetzt die Orianna in Gefahr. Und da kann die Akali eventuell den Weg abschneiden. Aber wird da selber gecatcht von Kennen. Muss da über die Wand flashen. Und jetzt noch Kennen da in Gefahr. Aber Jarvan kommt nochmal rein mit dem Ult. Und Akali, nein, Zyra hat da keine Chance mehr, aber auch Jarvan geht down gegen Nautilus. Und jetzt die Möglichkeit hier für die Giants mal wieder ein bisschen mehr Druck zu machen und zu pushen. Tristana muss da Jarvan wegulten, um sich selbst in Sicherheit zu bringen. Aber die Giants verzichten erstmal. Auf den nächsten Tower. Ist ihnen da doch ein bisschen zu heiß. 10 zu 15 die Führung für die Giants. ...3000 Gold Vorteil. Tower inzwischen ausgeglichen. Und hier der Hook gegen Orianna. Ultet gegen Naughty und Naughty muss da aufpassen, das sieht ordentlich Schaden, aber Akali ist jetzt mittendrin im Fight, wird da exhausted, aber macht trotzdem guten Schaden gegen Tristana, die springt da aus dem Geschehen, Akali macht noch den Kill, nein, Orianna bekommt den Kill und jetzt Double Kill für Varus und Naughty ist da immer noch auf dem Weg zu verfolgen, 3 Leute tot jetzt, nur Akali hat das zeitliche gesegnet von den Giants und jetzt müssen sie pushen, ansonsten wäre es verschenkte Zeit, die sie da gerade gewonnen haben. Und jetzt der Versuch dann noch gegen Jarvan Schaden zu machen und das sieht auch ganz gut aus. Da können sie jetzt direkt weiter pushen gegen den zweiten Tower. Erste Inner Turret. Und es sieht ganz gut aus. Jetzt kommt Sona wieder hinzu, aber... Ult sitzt und da kommt Cannon von hinten rein. Schöner Flash da von Syra raus und das Ult gegen Cannon sitzt leider nicht mehr. Flash da auch raus aus dem Ult von Syra. Das also erstmal gut gemacht von Dark Passage. Dann kam da sehr schön von hinten rein, unbemerkt. Und jetzt Varus mit dem Trade gegen Orianna, gegen Tristana.
Tristana inzwischen schon mit einem Wahnsinns-Attack-Speed. Kommt da auf 2,5er Attack-Speed. Mit ihrem Spell. Dark Passage, wieder mal unter Druck. Aber das war auch in der letzten Runde schon so. Und sie haben auf jeden Fall sehr, sehr stark aufgeholt. Auch wenn es zum Schluss nicht ganz gereicht hat. Und sie positionieren sich da jetzt gerade Richtung Baron. Clearen da schon mal die Wards. Habe ich gerade nicht richtig aufgepasst. Hab da die Sona gar nicht gesehen, eben an der Position. Die wandert da alleine hier runter, um die Wards zu clearen. Und das schöne Kombo von Syra und Varus machen da den Kill. Und wir springen live. Jetzt hier die Giants mit dem Versuch gegen Baron bekommen ihn auch. Darwin kommt da viel zu spät rein und muss da auch direkt wieder rausflashen. Tristana probiert in der Zeit Druck gegen die Mitte zu machen, aber da wird sie nur den einen Tower bekommen. Die Giants sollten jetzt nicht zu viel Zeit in den Chase investieren. Karl jetzt auf dem richtigen Weg und das könnte jetzt noch interessant werden. Jetzt dreht sie leider ab. Hat da keinerlei Vision, aber trifft jetzt auf die Sona. Auch die kommt weg. Und somit würde sie erstmal nur ein nächster Drake für die Giants. Zu 12 die Führung für die Giants. Knappe 4000 Gold Vorteil. Und Akali scheint jetzt hier wirklich warten zu wollen auf die Tristana. Tristana kommt jetzt auch auf die Lane und das könnte also gleich hier interessant werden. Ja, jetzt hat Akali die Vision. Und mal schauen, wie das funktioniert. Akali jumpt rein und ja, das geht ruckzuck. Ult, Flash von Tristana, Ignite ist drauf. Hat einen Heidenrespekt vor Akali. Und wenn man das sieht, Akali quasi ohne Schaden. Hat sich da direkt wieder gegen geleecht. Jetzt das Ult. Auch Orianna ist ja noch mit dabei und das reicht dann doch, um die Akali rauszunehmen. Hat hier in dem Moment alleine dann doch zu viel riskiert. Und die Giants reagieren wieder nicht wirklich darauf. Da müssen sie doch dann auf einer anderen Line Druck machen eigentlich, wenn sie wissen, dass drei Leute unten sind. Ja, und wir sehen hier wieder, dass die Giants nicht wirklich ihren Baron Buff nutzen wollen. Und das ist wieder mal sehr, sehr schade. Wir ziehen hier immer wieder das Spiel zu ihrem Nachteil in die Länge. Wenn sie das wieder genauso machen wie in der letzten Runde, dann kann der Schuss auch wieder ganz schnell nach hinten losgehen. So, jetzt hier mal
Ein tricky Invade-Versuch von den Giants. Ah, hier oben der Hook, Nauti. Trifft er die Orianna, Wave sitzt nur gegen Jarvan. Jetzt geht's hier richtig zur Sache. Kennen ist da allerdings mittendrin. Kann er seinen Ult sehr gut setzen. Wird auch überhaupt nicht gestört von dem Zyra-Ult. Hat er sein Hourglass fertig, aber Varus macht den Kill. Double Kill für Varus. Der räumt hier gerade auf. Muss jetzt allerdings aufpassen, dass er da nicht zu viel Schaden kassiert. Hat allerdings auch schon sein GA am Start. Also, wenn sein Team dahinter steht, kann er auf jeden Fall einmal sterben. Oh, Nauti muss da aufpassen. Hat er gerade noch ein bisschen Schaden kassiert. Geht er fast down. Und Baron jetzt wieder ausgelaufen. Und es geht für die Giants zurück in die Base. Ja, da wird doch nochmal kurz bei Arcanian Zyra gewartet. Wenn der Red Buff schon spawnt, dann nimmt man ihn doch gleich mit. Kali wieder alleine auf der Botlane und wir springen nochmal zurück. Denn hier oben hat sich wieder die Sona wegfischen lassen. Ah, die haben da die Vision und ja, es geht ruckzuck. Nami ist dann, sitzt da perfekt. Varus mit dem Damage. Noch auf der Toplane geht es wieder gegen die Orianna. Die rennt da gerade um ihr Leben. Und Varus trifft er auch leider nicht, aber jetzt ist sie ja eingekesselt, hat keine Chance mehr wegzukommen. Varus mit dem nächsten Kill. Und jetzt sollten sie sich langsam vorbereiten, denn der nächste Baron spawnt in einer Minute. Akali mit dem Kill gegen Kennen. Zyra macht allerdings den Last Hit. Auch wenn Akali da für den meisten Damage gerade gesorgt hat. Aber das war ein wichtiger Kill nochmal. 30 Sekunden sind es bis zum Baron. Jetzt noch schnell den Top Tower mitnehmen. Dann sollten sie sich Richtung Baron begeben. Und das machen sie auch. Dark Passage da momentan keine Vision drauf. Und hier nehmen sie wieder die Sona aus dem Spiel, die da wieder probiert, Wards zu setzen und Wards zu clearen. Das wird jetzt auf jeden Fall der sichere Baron. Wir springen wieder live. Und da stirbt jetzt der Jarvan, der eben noch den Baron killen konnte. Hat es also diesmal geschafft, ihn zu klauen. Aber trotzdem die Giants jetzt mit dem Vorteil. Orianna probiert da die Toplane durchzupushen, aber Varus mit dem Ult gegen Tristana, die glänzt das sofort. Zyra mit einem schönen Ult trifft da alle drei. Das wird gefährlich. Hourglass kommt von Cannon und wird er dann nochmal davon kommen? Ja, er schafft es raus. Nein, stirbt da anscheinend an einem
Ignite oder ähnlichem. Red Buff vielleicht. Ja, und Dark Passage hat zwar den Baron bekommen, aber damit konnten sie in dem Moment nichts anfangen. Die Giants hier momentan auf dem Vormarsch. Mit Inhib ist down. Jarvan jetzt wieder mit dem Versuch, da offensiv reinzugehen. Orianna Ult trifft niemanden. Und Varus mit dem guten Damage gegen Orianna. Die flasht jetzt auch raus, aber schafft es da nicht mehr wegzukommen. Aber Naut, die muss jetzt eventuell dran glauben. Nein, auch er kommt weg. Und Varus mit dem Double Kill. Auch Jarvan wird noch rausgenommen. Und damit ist das komplette Team von Dark Passage da aus dem Spiel. Tristana, Respawn, jetzt Kennen und Sona kommen auch gleich wieder. Aber dann fehlen immer noch zwei Leute. Und das dauert ein bisschen länger, bis die wieder da sind. In der Zeit können die Giants hier ordentlich aufräumen. Ja, und Dark Passage traut sich da auch gar nicht mehr richtig rein. Also haben wir keine Chance gerade. Jetzt hier die Giants im Rückwärtsgang. Nochmal in die Base, shoppen gehen. Und Naughty muss da aufpassen. Wird er gecatcht von Cannon? Und das wird auf jeden Fall nochmal der Kill. Das war nicht optimal, dass er da so weit vorne stehen geblieben ist. Da hätte besser sein können. Ja, aber auf jeden Fall zwei Inhibs down. Kali jetzt unter Gefahr, wird da weggecatcht. Ist zwar Invis, aber kommt da nicht mehr weg. Macht aber noch sehr, sehr guten Schaden hier. GA prockt und damit kommt sie dann auch nochmal weg. Giants mit dem nächsten Drake Kill. -15 der aktuelle Stand. Jetzt geht's hier gegen den Jarvan. Syra macht da schon mal ganz guten Damage. Varus kommt noch dazu, aber. Das ist zumindest erstmal eine gefährliche Situation. Jetzt hier Nautilus gegen Orianna. Tristana kommt da von hinten mit rein und Kennen steht da ganz gut in der Mitte, aber kriegt niemanden tot. Varus macht den Kill gegen Kennen. Syra überlebt da gerade so durch ihr Hourglass. Und was ist da gerade passiert? Da, Orianna hat versucht, in die Base zu rushen. Kriegt dort allerdings dementsprechend auf die Mütze. Varus jetzt rein auf der Botlane. Push dort rein. Es sieht hier sehr, sehr gut aus für die Jungs von den Giants. Haben das momentan fest in der Hand. Und wenn sie sich jetzt keine groben Fehler erlauben, dann ist das Ding auf jeden Fall durch. Und jetzt geht's hier in den Teamfight. Die Ults sitzen auf jeden Fall sehr gut. Tristana da instant rausgenommen und das ist der Hauptdamage-Dealer im Moment auf jeden Fall noch. Double Kill für Syra, Jarvan auch raus und damit sollte es erledigt sein. Orianna Ult
sitzt dann nochmal sehr, sehr schön, aber das kann in dem Moment nicht mehr so viel ausrichten. Dritter Inhibdown. Auch Kennen wird jetzt wahrscheinlich noch down gehen. Aber Glas rettet ihn erstmal für den Moment. Akali überlebt auch noch. Stirbt jetzt doch noch. Aber das müsste das GG sein. Vier Leute tot. Nur ein Nexus Turret steht noch. Und damit ist es entschieden. Die Giants gewinnen den zweiten Black Monster Cup hier im Finale gegen Dark Passage.